Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Samuel Lift Podcasts, Freunde. Und heute habe ich zu Ehren, dass ein Jahr, glaube ich, keine Folge mehr online kam. Wirklich ein Jahr, ist fast schon her, ich glaube im April letzten Jahres. So lang schon, ne? Habe ich die 17. Folge gemacht und ey, die Zwischenzeit war echt heftig. Und da können wir auch fast schon gleich einsteigen. Ich habe Pascal heute hier. Erstmal, hallo erstmal. Hi, von meiner Seite aus, Pascal. Ich kenne Samu durch Vitamin B und richtig. Aber Typ auf jeden Fall, selbst Mindset, das passt einfach optimal, würde ich sagen. Ist wirklich richtig geil, dicker mit dir zu reden, macht miese Bock, muss ich ja halt auch offiziell im halt Podcast sagen. So. Hey, kann man nur zurückgeben, Hammer Typ, also seine Podcast bitte auch anschauen. Bro, ich habe mal eine Frage. Erstmal, wie alt bist du? Ich bin jetzt 23 geworden, letzten Mittwoch. Wirklich? Letzten Mittwoch. Alles Gute nachträglich, Bro. Ey, danke. Haben wir schon mal privat gesagt, aber nochmal hier ja, offiziell. Ja, nochmal öffentlich. Nochmal öffentlich. Und du hast mir geschrieben, ich habe dich gefragt vor ein paar Tagen, du hast mir drei Themen genannt, über die du reden möchtest, in einem Podcast, wie dem, den ich hier habe. Und zwar geht es um Schicksalsschläge und wie man damit umgehen soll, besonders im jungen Alter. Ja, unter anderem natürlich. Und wenn du das sagst, auf was beziehst du Schicksalsschläge? Hast du da ein Beispiel im Kopf? Schicksalsschläge, also zum Beispiel, ich rede auch jetzt oft mal über meine Erfahrungen. Ja, klar. Dass du zum Beispiel ins Heim kommst oder dass du geprägt wirst durch irgendwelche Kleinigkeiten, vielleicht sogar Beziehungsstress oder sonstiges. Mhm. Das sind alles Schicksalsschläge oder falsche Freunde. Ich denke, davon haben wir alle schon mal was durch. Also, ich glaube, jeder hat Erfahrung mit falschen Freunden schon gemacht. Ja, unter anderem. Man weiß einfach direkt, man kann sich damit einfach assoziieren, auseinandersetzen. So. Jeder hat mal für sich eine kleine, sag ich mal, Facette, ein Kapitel in seinem Leben gehabt, wo es einem einfach nicht gut ging. Und die meisten treffen dadurch falsche Entscheidungen, aber nicht unbedingt. Also es gibt im Leben kein richtig oder falsch, aber durch die Fehler lernt man auch. Das ist halt gut. Ja. Aber manche bleiben halt drauf kleben, weißt du? Safe, safe. Und ich bin deswegen auch so extrem gespannt, was du zu sagen hast, weil ich habe mit dir privat schon ein bisschen gesprochen und ich bin sehr, sehr überrascht und begeistert, mit wie viel Schicksalsschlägen du dich schon rumschlagen musstest in deinem Leben und wie oft du wieder in Anführungszeichen oder buchstäblich aus der Scheiße dich hochgearbeitet hast, weißt du? Danke. Weil ich kenne sehr viele, die schon bei den kleinsten Ausfällen aufgeben. Und du bist jetzt hier, 23 Jahre alt, hey, allein das ist schon ne, heftig, dass du jetzt hier sitzt und so munter bist, wie du jetzt gerade drauf bist. Denn, ich weiß nicht, könntest du mal ein Beispiel nennen, entweder fängst du bei Freunden an oder bei einer Erfahrung, die du gemacht hast, gerne. Gerne, gerne. Und ich steig ein, wenn du möchtest. Ich würde mich freuen, einfach, wenn du auch zwischendurch einfach mal deinen Kommentar dazu gibst, auch mal gerne, was dazu sagst. Kein Problem. Vielleicht hast du auch den einen oder anderen besseren Tipp, sag ich mal. Ja. Ja? Vorab, es geht einfach nur darum, Leuten zu helfen. Und richtig, also bevor ihr jetzt irgendwie anfängt zu reden, möchte ich ganz kurz sagen, es geht wirklich nur darum, dass jemand sich irgendwas mitnehmen kann aus diesem Podcast. Definitiv. Für sein privates Leben, vielleicht auch ein bisschen, ich habe immer früher gesagt, dass ich irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte, weil ich hatte eine sehr depressive Zeit damals, 2017, 2018, 2019 war sehr, sehr stark depressiv geprägt und damals habe ich mich echt über jedes Lächeln, was ich auf meinem Gesicht hatte, gefreut und ja, wenn wir das schaffen, bin ich schon vollkommen zufrieden und jetzt hast du das Wort, Bro. Vielen Dank, also vielleicht fange ich einfach mal mit einem grundlegenden Thema an, das, glaube ich, viele in unserem Alter kennen. Mhm. Du bist jung. Ja. Du hast zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, zum Beispiel auch mit einer Freundin oder sonstiges. Mhm. Und du hast einen Freund, der dich quasi wirklich hintergangen hat. Okay. Auf eine andere Art und Weise. Im Endeffekt nichts, worüber du ihm böse sein musst, sag ich mal. Ja. Mhm. Aber wenn man einfach mal offen darauf zugeht, also zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte einen Kumpel, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das gehört sich einfach nicht. Klar. Und der hat zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin geschlafen, weißt du, aus keine Ahnung, wir sind gerade erst wieder aufeinander zugekommen, er hat es mir ein Jahr verheimlicht. Ja. Irgendwo wusste deine Intuition davon. Mhm. Die Sache ist einfach, dass du da, keine Ahnung, im ersten Moment hast du ihm verziehen, so, aber letztendlich wollte ich einfach Abstand davon nehmen, weil ich generell das Gefühl hatte, dass diese Person mir nicht gut tut, weißt du? Okay, und verstehe. Das heißt, du hast dich ausgenutzt gefühlt? Unter anderem auch, unter anderem. Oder du kümmerst dich halt immer um vieles. Mhm. Oder diese Person, was noch besser dazu gehört, diese Person hat einen sehr schlechten Einfluss, finde ich, auf mein Umfeld gemacht, weil wenn du irgendwann merkst, weißt du, du hast finanzielle Probleme, also man darf kurz anmerken, denke ich, dass wir beide auch alleine wohnen. Also keine nix hier mit Eltern und richtig, sonstiges, nicht diesen Bonus mehr. Ja, schon lange nicht mehr. Also, ja. Wie lange wohnst du eigentlich schon? Ich wohne jetzt seit
5 Jahren alleine. Ich habe die Stadt gewechselt. Mhm. Aufgrund von anderen Themen, wo man jetzt eventuell vielleicht nochmal drauf zurückkommt. Klar. Bei dir muss man aber auch sagen, junges Alter, noch früher raus als ich. Ja. Ich bin mit 17 ausgezogen, du? Das ist, ja, mit 18. Das ist, ja, das ist, Bro, das eine Jahr macht gar nichts aus. Ja, natürlich, aber man darf nicht vergessen, mit 17, du bist halt noch minderjährig, sage ich mal. Richtig, ja. Das ist schon mal eine andere Sache. Ja. Zeig mir einen 17-Jährigen, den du in deinem Umkreis hast, der sagt, ey, ich wohne alleine und nehme mein Leben selber in die Hand. Schwierig heutzutage, also ich finde auch, das Ausziehen ist ein sehr großer Schritt für einen selbst, ja, weil du damit das Risiko eingehst, alleine für dich sorgen zu müssen. Es gibt keinen mehr, der für dich zuständig ist, keinen mehr, der auf dich aufpasst, keinen mehr, der da ist, falls du mal Hilfe brauchst. Du bist allein zu Hause und du musst lernen, mit den Problemen, die du hast, alleine klarzukommen. Genau. Es sei denn natürlich, du hast das Glück, was eben nicht viele Menschen haben, vor allem wenn du diesen Podcast hörst, wahrscheinlich nicht, weil ich kenne es selber, wenn ich keinen zum Reden habe, höre ich mir auch gerne einen Podcast an, privat. Ja. Weil es mir auch mich einfach ablenkt und mich eventuell, wenn ich die Person mag, auf einen entspannteren Mut komme zum Beispiel und mich allgemein besser fühle. Und wie hast du dich gefühlt, als es passiert ist, als du Anführungszeichen betrogen bist von Freund und eventuell Ex-Freund, wenn man das so sagen darf? Ja. Ich würde sagen, das ist so ein innerliches, einfach du wusstest es, weißt du? Du wusstest es. Mhm. Aber die Sache ist, einfach die Person, in die du so viel rein investierst, steckst, in die du Kraft setzt und von denen du einfach belogen wirst, hintergangen wirst, und dann gehst du mit einer anderen Einstellung ins Leben, so, wen kann ich eigentlich noch vertrauen, was eigentlich auch nicht richtig ist, ja, weil du sollst deine Erfahrung nicht auf jeden beziehen. Ja, natürlich nicht. Und die Sache ist natürlich unter anderem auch, dann komme ich jetzt auf den Punkt mit diesem Drumherum, dieses Runterziehen, weißt du, du lebst alleine. Ja. Gerade du, ich versuch's auch mal, vielleicht, du kennst es wahrscheinlich auch, du hast Freunde in deinem Leben, du hasselst um jeden Cent, ja, du musst eine Miete bezahlen. Richtig. Du musst für dich selber sorgen, ja, du musst zu Hause kochen, ja, du musst deine Wäsche selber, ja, machen, du hast viel in deinem Tagesablauf, ist schon eingeplant. Richtig. Und dann hast du diese Freunde, die dich einfach, sage ich mal, auf gruppenzwangmäßig, weil du bist ja auch jung, du willst dasselbe Leben führen. Richtig, du willst auch Spaß haben. Macht jedes Wochenende Party, du gibst, ja, dein Geld aus, ja, du achtest nicht mehr auf alles. Ja. Auf einmal gewisse andere Punkte in deinem Leben, du verlierst die Übersicht darüber und landest in Probleme. Und dann, wenn du die Leute quasi mit am meisten auch so brauchst, weißt du, dann sind das die Leute, die dich einfach noch mehr runterziehen, eigentlich so gesehen. Die kommen, geben dir das Gefühl, ey, du bist unser Freund, so, weißt du. Aber wenn man dann letztendlich so sein Geld mit diesen Leuten versäuft oder anders gibt, nur um zu sein wie sie, ja, das, also, da musst du rauskommen, so, weißt du, was ich meine? Ich habe in gewisser Weise andere Erfahrungen, aber ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe auch Freunde gehabt, die zum Beispiel nur Partyfreunde waren, die man dann getroffen hat zur Party. Aber man für mich war, ich bin ein sehr offenherziger Mensch und ich bin auch zu Leuten, die ich nicht so oft sehe, für die empfinde ich auch sehr, sehr viel. Ich bin dann genauso, dass ich denen genauso vertraue wie meinen Freunden auch, denen ich privat vertraue, weil ich gar nicht diese Hemmschwelle habe zwischen der ist jetzt mein bester Freund, der ist mein Freund. Ich will am liebsten das Gefühl haben, dass du jedem vertrauen kannst, den du in dein Leben reinlässt. Weißt, genau, diese Offenherzigkeit einfach. Also, ja, letztendlich ist es ja auch so, anders merkst du ja nicht, ob die Person dir gut tut. Du musst jemandem die Hand reichen. Mein Tipp so an jede Person, so, sei einfach offen, weil letztendlich, selbst wenn du es nicht bist, wird die Person dich vielleicht verarschen, wie genauso, als wärst du offen. Aber wenn du eine offene Persönlichkeit an sich hast... Ich kann keiner verletzen, Bro. Genau. Wenn du es schaffst, mit dir selber im Reinen zu sein und offen zu sein, mit allen Gefühlen, kann dich keiner mehr verletzen. Genau, weil du weißt, was du bist. Du, ja, bist offen mit dir selbst. Du unter anderem hältst dein Wort zu dir selbst. Mhm. Weil sobald du anfängst, dein Wort an dich selber zu verlieren, zum Beispiel du sagst zum Beispiel, morgen fange ich an mit Joggen, morgen höre ich auf zu rauchen, morgen höre ich auf Fastfood zu essen, morgen fange ich an, allein schon sowas wie Zähne zu putzen, ist für viele schon allein schon eine schwierige Angelegenheit, weil es einfach nervig ist oder wie auch immer. Und wenn du das dann einmal nicht machst, okay, aber wenn du das dir jeden Abend sagst, morgen fange ich an und das nicht einmal durchziehst, fängst du an, so eine charakterschwache Persönlichkeit aufzubauen mit der Zeit und ich glaube, dann diese Persönlichkeiten sind dann diese Persönlichkeiten, die dann auch andere, genau, vielleicht auch nicht mit Absicht ausnutzen, weil sie selber nicht, weißt du, weil sie selber nicht zufrieden mit sich selbst sind und denken, hey, der Pascal, der ist zufrieden mit sich selbst, der kann mir vielleicht ein bisschen abgeben von dem, weißt du, was ich meine? Genau. Der kann da für mich sein. Leuchten, weißt du, auf die andere Person. Ja. Du hast gestern mir privat was gesagt, und zwar, du hast das Leuchten genannt. Genau. Du hast quasi deine
dein gutes Gefühl, dein Hass in Anführungszeichen, dein Leben im Alltag als Leuchten bezeichnet und andere Personen kommen dazu und Personen bereichern das Leuchten von dir und du bereicherst das Leuchten von ihnen oder manche nehmen nur das Leuchten von dir, ohne dich zu bereichern, in Anführungszeichen. Ich würde einfach dazu sagen, das ist genau dieser Punkt, weißt du, du fängst für dich an, weißt du, wenn du eine Persönlichkeit bist, gerade du, also das muss man, da muss ich dich jetzt mal hoch anpreisen, es tut mir leid so. Alles gut, Bro, ich bin sehr schwierig mit eigenen. Ich weiß, aber so. deswegen gebe ich es dir jetzt mal, du bist eine Persönlichkeit, steht morgens auf, macht sein Ding, zieht durch, was er sich vornimmt, schreibt sich auf, was er sich vornimmt, hat die bildliche bildlich vor sich, weißt du? Ich gebe mein Bestes, ich bin auch nicht perfekt. Bescheiden sie es, ich höre. Oh, wirklich nicht, wirklich nicht. Aber die Sache ist, man es gibt, du kannst unterscheiden, weißt du, es gibt, hatten wir zum Beispiel vorhin das Thema erst, es gibt die Leute, die schreiben, ey Bruder, ich kümmere mich drum, und dann kümmern sie sich nicht. Und dann gibt es die Leute, die halten ihr Wort. Ja. Und das Ding ist, wenn du, es ist schwer, sehr schwer zu sagen, so, wir kennen uns auch nicht lange, aber wenn du Freunde hast, die halt, die immer wieder sagen, yo, ich kümmere mich darum, yo, ich mach das, sagen, du hast eine Herzensangelegenheit, keine Ahnung, du brauchst unbedingt, dass du deine, keine Ahnung, dir fehlt einfach, du brauchst irgendwas, damit dir fehlt, Bro, das ist wirklich sehr schwer, ein Beispiel dafür zu finden, du hast eine Cap ausgeliehen, und er sagt, er bringt sie dir morgen vorbei, genau, easy, ich sag, cool, kein Problem. Was ist dann morgen natürlich? Der Tag ist angekommen, an dem Tag, wo der Kollege gesagt hat, er kommt vorbei. Nicht geschafft, Bruder. Ich komme morgen vorbei. Du denkst dir, okay, wartest morgen ab, kommt wieder keine Nachricht. Mit der Zeit verlierst du den Glauben an die, an die Person einfach. Du verlierst den Respekt auch in gewisser Art und Weise. Ja, ohne jetzt respektlos zu wirken, verlierst du trotzdem den Respekt von einer Person, wenn sie dir Dinge sagt, die sie nicht macht. Ja, unabhängig, ob männlich, weiblich oder alles andere, das ist, spielt gar keine Rolle. Es geht hier nur wirklich nur darum, dass du den Respekt zu dir selbst und zu den anderen Personen verlierst. Und ich habe auch das Gefühl, die Personen schämen sich dann auch dafür, weil sie wissen, ich glaube, niemand kann einfach so leben, dass er nicht weiß, dass er es falsch macht, weißt du? Ich würde halt sagen, so irgendwann, genau das ist halt die Sache, also dieses, du weißt selber, du hast einen Fehler gemacht, ihn dann aber zuzugeben, ist für viele Leute eine Überwindung, weil sie nicht wissen, wie die Gegenreaktion von der Person ist. Ja. Sie haben eher Angst, diesen Fehler zuzugeben und zu sagen, ey, du, ich schaff das heute nicht von Anfang an. Ja. Weißt du, mit der Cappy zum Beispiel. Mhm. Sag es lieber einfach so, ja, genau. Ich bin nicht sauer, so, weißt du? Natürlich was nicht. Ey, wenn du mir sagst, hast die Woche gar keine Zeit, dann ist alles gut. Aber Versprechungen machen, die man nicht einhält. Ja, die man nicht einhält. Besonders, es können auch Eltern sein, die ihrem Kind was versprechen und sich einhalten. Was denkt das Kind irgendwann von den Eltern, weißt du? So können ganz viele Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, an sowas kleinem scheitern. Und das wäre halt absolut schade. Das wäre absolut schade, besonders wenn es eben so ein Eltern-Kind-Verhältnis ist. Definitiv. Jetzt die Frage, jetzt haben wir jetzt über die negativen Aspekte gesprochen haben gerade. Was für eine Möglichkeit hast du, wenn du gelernt hast, was du gelernt hast? Dass du gelernt hast zum Beispiel, dass wenn eine Person ihr Wort nicht hält, dass du dann den Respekt verlierst. Mhm. Was hast du für eine Möglichkeit, um positiv aus der Situation rauszugehen? Sagen wir, jemand schuldet dir Geld zum Beispiel. Wir übertreiben es jetzt noch mal ein bisschen. Jemand schuldet dir Geld, ein Freund von dir, und er sagt dir, ja, morgen bringst du vorbei, macht er aber nicht. Was denkst du dann? Was kannst du machen in deinem Kopf für dich, dass es dir trotzdem gut geht? Diesen inneren Frieden, den musst du so oder so mit dir schließen. Weil du kennst ja die Person eigentlich schon über einen längeren Zeitraum. Du weißt bei Kleinigkeiten auch, wie sie ist. Mhm. Also, und gerade ein Thema Geld ist... Geld ist ein sehr schwieriges Thema, sehr, sehr schwieriges Thema, leider. Weißt du, man sollte schon von Anfang an bei dieser Person irgendwie rangehen, ey, wenn es 10 Euro oder so sind, weißt du, 10 Euro, dann sagst du, ey, behalt die, mach bitte einfach keine Versprechung oder so, gib sie aus, weil du sie brauchst, aber komm bitte nicht mit diesem, ich gebe sie dir morgen wieder, versprochen, weil dann enttäuscht uns beide einfach nicht. Du bist enttäuscht von dir selber, weil du dein Versprechen nicht halten kannst, und die andere Person ist nicht enttäuscht, weil du dein Versprechen nicht gebrochen hast. Ja. Deswegen einfach, sag's von vornherein einfach, auch prinzipiell, wenn du einfach so ein, du meinst es ja nur gut zu der Person. Und ich finde auch, Materielles sollte zwischen Freundschaften einfach diese Rolle nicht spielen. Sollte gar keine Rolle spielen. Das Ding ist, ich bin auch lieber die Person, die dann sagt, alles gut, es ist ein Geschenk, weißt du, wir sind Freunde. Aber wenn die Person kommt und sagt, nein, ich gebe dir morgen wieder. Und wenn es dann kommt, dann natürlich fängst du an und dann bist du, okay, cool, dann kann ich mit dem Geld rechnen morgen und meine Ausgaben theoretisch kalkulieren, wenn man es mal übertreiben möchte, und das Geld mit dem rechnen, dann kommt es nicht. Und dann wirst du am Ende des Tages, wie du es gesagt hast, enttäuscht.
Sehr lecker. Ja, danke schön. Ich hab übrigens einen Tee gemacht für uns beide. Also wenn wir mal ab und zu so Trinkgeräusche hören, so Glasgeräusche, das ist halt der Tee, falls Hörer gibt, die nur zuhören. Genau, Bro, genau. Also du hast innerer Frieden angesprochen. Genau. Hast du denn da nicht irgendwie, du bekommst gerade die Nachricht, also du rufst jetzt, du bist zu Hause, 20 Uhr, dein Kollege meldet sich nicht, du rufst ihn an, er geht nicht ran, Beispiel. Ja. Was denkst du dann, was machst du, wie probierst du trotzdem ruhig zu schlafen, ohne dass du Kopfschmerzen hast? Die Sache ist einfach, du, wie du schon erwähnt hast, ich habe versucht, die Person anscheinend anzurufen und sie reagiert nicht, weißt du? Natürlich denkt man sich im ersten Moment vielleicht, das ist jetzt echt eine blöde Situation. Aber letztendlich, du weißt selber, du kannst es gerade nicht ändern. Du wirst dich nicht ins Auto setzen und der Person hinterherfahren. Nein, die hat dir auch was zu geben, weißt du? Ja. Die Sache ist, du weißt selber, du kannst es nicht ändern. Ja. Also warum soll ich mich drüber aufregen, wenn ich es nicht verändern kann? Genau, das ist die richtige Einstellung. Danke. Es ist auch falsch mit, es ist absolut, ich sag nicht falsch, es gibt kein falsch und richtig, bei gar nichts. Es ist sehr ethisch einfach, weißt du? Ethisch absolut, auf jeden Fall. Vertretbarer, dass du nicht deinen Freund dann zwingst, gib mir das Geld zurück. So. Mhm. Wenn er dir zum Beispiel, einfaches Beispiel, dein Geld ist weg, so, er hat es genommen und er meldet sich nicht mehr, das ist weg so. Mhm. Ich würde auch niemals dann hinterherrennen und sagen, hey, du musst mir wiedergeben. Ja. Dann probiere ich in meinem Kopf damit abzuschließen, so wie es im Vornherein ja auch gewesen wäre, ich schenk's dir. Aber dann hast du eben das Problem, dass du die Kopfschmerzen hattest, deswegen. Und deswegen würde ich einfach jedem empfehlen, wenn du was sagst, probier mal ab und zu wirklich dein Wort, deinen eigenen Worten Wert zu geben. Und dann merkst du auch, wie wertvoll dein Leben sein kann, wenn du aufstehst und etwas sagst. Und wirklich nur, du sagst morgen drei Worte, du redest nicht Smalltalk 3 Stunden. Ja, ich mache gerade übertrieben viele Aktien. Ich bin am Traden jeden Tag 8 Stunden, obwohl du eigentlich nicht weißt, ich trade ab und zu eine halbe Stunde, aus Spaß. Aber hab nichts mit 8 Stunden Fulltime-Trading am Hut. Ja, Wannabe-Job. Ja, Wannabe-Business-Coach, Influencer, wie auch immer. Ich glaube, diese Nachrichten auf Instagram haben wir, glaube ich, mittlerweile alle bekommen, dass irgendwelche Typen einen anschreiben. Ja, genau. So, kennst du auch, die so meistens Schneeballsystem haben? Einmal schon. Also. Ach, Bruder, das ist passiert gefühlt so oft. Also, Ich glaube, du hattest gerade eben noch was angesprochen, wo ich war. Genau, den Tipp, den ich einfach auch dann einfach in die Außenwelt geben würde, fang an, für dich selber diese starke Person zu sein, die dann aber auch selber weiß, manchmal, das klingt jetzt vielleicht hart, aber sortiere Leute in deinem Leben aus, die dich eher runterziehen, weil letztendlich, klar, macht das vielleicht manchmal Spaß mit denen, aber du ziehst auch das an, was du selber bist. Du ziehst das Neue, du schaffst Platz für Neues. Mhm. Das ist... Ich habe zum Beispiel heute ein Beispiel gehabt. Wir waren vorhin unterwegs draußen und ich habe einen Anruf bekommen von einem alten Kollegen, den ich sehr mag, den ich wirklich sehr in mein Herz geschlossen habe. Nur ist diese Person eben sehr negativ eingestellt gegenüber sehr vielen Dingen und dem Leben generell negativ eingestellt. Und wenn ich mit dieser Person Zeit verbringe, über die Zeit fange ich auch an, gewisse Verhaltenszüge an den Tag zu legen, die er auch an den Tag legt. Automatisch, das passiert unterbewusst. Das ist wie ein Dialekt in einer anderen Stadt. Richtig, ganz genau. Irgendwann fängst du an, denselben Dialekt zu sprechen. Und wenn du merkst, dass dieser Dialekt dir nicht gut tut und du probierst trotzdem den Freund mitzuziehen und ihm zu helfen und ihm daraus zu helfen, und wenn die Person es nicht möchte, dann ist es wirklich sehr schwierig, die Person dann allein zu lassen. Also für mich jetzt persönlich ist es sehr schwierig. Die Sache ist, du sollst im Leben helfen, so, weißt du, was ich meine? Du sollst helfen, du sollst ein guter Mensch sein. Aber natürlich. Die Sache ist, wenn eine Person nicht mitgezogen werden möchte, dann kannst du sie nicht zwingen dazu, auf dein Ross mit aufzusteigen. Ja. Weißt du? Du kannst einen nicht zwingen zu seinem Glück, wenn er selber nicht glücklich sein will. Das ist wie ein Alkoholiker, weiß auch erst, dass er ein Problem hat, wenn er es selber einsieht. Ich möchte ganz kurz sagen, du hast vor wie vielen Monaten mit Alkohol trinken und Rauchen aufgehört? Jetzt vor knapp 4 Monaten. Warum? Weil das Leben für dich, ich hatte ja von zum Beispiel auch angesprochen, wir sind junge Leute. Ja. Wir trinken gerne mal was, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich halt auch selber auf die Grenze überschritten habe, meine Finanzen wurden schlechter und du sollst im Leben nicht strugglen daran, ey, ich will meinen Kühlschrank jetzt voll bekommen. Ja, absolut nicht. Einige kennen das vielleicht. Ja, safe. Und dann stehst du die letzten 2 Wochen da und fragst dich, ey, wie kriege ich jetzt was zu essen hier und so. Und die Sache ist, du musst einfach für dich was verändern. Ich habe Ziel, ich habe Ambition. Ja. Und ich fungiere nicht dazu, mich jedes Wochenende irgendwie volllaufen zu lassen, damit ich auf Langzeit Schäden bekomme, sondern du möchtest in deinem Leben was erreichen. Ich wollte Sport machen. Also,
einfach damit ich im Sommer gut aussehe. Für mich selber, das ist ein Ziel. So, weißt du, was ich meine? Aber nicht nur wegen dem gut aussehen, sondern auch du, deine Gesundheit, du hast nur eine. Richtig, du hast nur eine. Richtig, du hast nur ein Leben auf dieser Welt. Du hast ein Leben. Du hast ein Leben auf dieser Welt. Und das weißt musst du realisieren. Wenn du schaffst, das zu realisieren, dass du nur ein Leben hast. Jeder Tag könnte dein Leben sein. Genau. Jeder einzelne Tag. Es gibt viele Motivational Quotes, auch Joe Rogan, falls du den kennst. Der macht auch Podcasts zum Beispiel, falls du meinen Podcast von dem gehört hast. Der ist der, ich glaube, weltberühmteste Podcast-Host, ich glaube, weltweit momentan. Und er hat ab und zu so gesagt, klar, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt von jedem anderen so Verhaltensweisen übernimmt, so, aber der hat mal gesagt, dass du jeden Tag so leben sollst, als ob dich eine Fernsehcrew verfolgt und du zeigst, wie dein Leben ist. Ja. Wenn du es schaffst, jeden Tag so zu leben, als ob du so lebst, wie du leben willst, dann machst du nicht mehr diese ganzen shady Dinge, die wir alle in unserem Leben schon gemacht haben, bestimmt. Ob das jetzt ein Bier trinken auf Frust am Abend zu Hause ist. Darf gar nicht passieren. Wenn es passiert, ist es so. Ich habe ein Buch gelesen, kennst du Leben im Jetzt? Ja. Oh, Bro, schlag mal nach so sein. Wirklich? Den Titel definitiv. Also ich kenne das von dem Buch. Okay. Aber kennst du das Buch? Kennst du den Autoren? Ich habe den Namen leider vergessen, Digga, tut mir leid, aber wäre natürlich krass, wenn du den fändest. Was, auf jeden Fall, ich fange mal an. Auf jeden Fall ist das ein Buch. Ja. Und da geht es um einen Typen, der hat, glaube ich, sehr viel Zeit nach dem gewissen. Er war mit 35 Midlife Crisis und hat dann irgendwann realisiert, wie scheiße es ihm geht. Ja. Und lebte dann ein paar Jahre auf der Straße. Und für ihn in seinem Kopf waren diese Jahre auf der Straße die besten Jahre der Welt. Weil er es geschafft hat, in dieser Zeit jeden Moment im Jetzt zu leben. Jeden einzelnen Moment im Jetzt zu sein. Und nicht mehr im Kopf. Kennst du die Stimme? Wenn ich mit dir rede, automatisch eine Stimme antwortet im Kopf, ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Das ist die Stimme, Bro. Das Gewissen auch. Und wenn die Stimme nicht da ist, wenn ich dir was frage, wie geht's, hast du im Kopf schon, ja, gut. Weißt du, was ich meine? Das hörst diese du. Diese Vorahnung. Ja, 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 genau. Und wenn du diesen Gedanken rausbekommst, zum Beispiel, du stehst morgens auf und sagst, ich gehe jetzt joggen. Ja. Was fängt an? Automatisch, die Stimme geht los. Boah, ist kalt draußen. Boah, ich muss duschen. Argumentation. Gehen. Boah, ich muss neue Schuhe waschen. Ich muss meine Schuhe waschen. Oh, ich habe gar keine Klamotten. Boah, weißt du? Und diese Stimme ist das, was es am Ende des Tages versaut. Weil du hast dann quasi ein Wort dir gesagt. Das was auf, vielleicht zu manchen schreiben sogar direkt sich morgens auf, was sie machen möchten. Oder abends, am Abend davor. Und so dieses Just Do It zum Beispiel. Wenn du es einfach machst, ohne darüber nachzudenken, hast du es getan. Genau. Das nimmt dir keiner mehr. Du hast es dann getan. Ohne, dass du... Ja, steck ihn ein. Die Sache ist, das ist halt auch so eine Sache, die wir beide, glaube ich, ganz gut durchleben zurzeit. Dieses Overthinking. Du darfst nicht zu viel über diese gewissen Dinge nachdenken, so, ja, weißt du. Und auch was du gesagt hast mit diesem, manche schreiben sich morgens was auf oder sonstiges. Schreibt euch Dinge auf, ihr habt es dann bildlich veranschaulicht, absolut. ihr werdet jeden Tag, legt euch jetzt irgendwo hin, irgendwo von mir aus ins Bad, klebt es euch in den Spiegel, ihr werdet sehen und werdet dann denken, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben und dann wird dieses Unterbewusstsein, diese kleine Stimme in deinem Kopf auch daran denken. Soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Gerne. Die habe ich noch nie erzählt auf YouTube. Aus. Zum ersten Mal, die auch noch nie erzählt. Die kam mir gerade in den Kopf, als du meintest mit dem Aufschreiben. Und wir haben das Thema falsche Freunde heute. Ja. Also trifft es vielleicht ganz gut. Und zwar bin ich aufgewachsen in einer Dreizimmerwohnung mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder. Ja. Und der Haushalt wurde meistens sehr schwierig nur, also meine Mutter war immer arbeiten und der Haushalt wurde halt von mir und meinem kleinen Bruder probiert. Der wurde nicht gut gepflegt. Also so ein 10-jähriges Kind kann kein Haushalt führen, richtig. Also, keine Chemikalien. Und ich habe an meine Tür angehangen, so ein Zettel mit mir aufgeschrieben, ich war früher sehr übergewichtig und hatte sehr viel mit mir selbst zu kämpfen, aufgeschrieben so, du ziehst jetzt durch, weißt du, ich meine, jeden Tag Sport, solche Sachen wie aufgeschrieben als Kind, an die Tür geklebt. Eines Tages kamen Freunde zu mir nach Hause und die kamen, sind nach oben gegangen und ich war so, ja, geht schon auf Toilette, so mäßig. Was haben die gemacht? Sind in mein Zimmer reingegangen und haben diesen Zettel gesehen. Und das Erste, was ich bekommen habe dafür, war erstmal ein so auslachenmäßig, Bro, warum machst du das, Digga, voll peinlich und so. Und ich war schon mit 12 an dem Punkt, dass ich sowas aufgeschrieben habe, weißt du, was ich meine? Und dann kam, habe ich von außen die Erfahrung gemacht, dass es voll cringe ist. Dass nicht cool ist, das zu machen. Und was passiert mit deinem Kopf, wenn du mit 12 erfährst, dass das nicht cool ist? Du fühlst dich natürlich auch so. Du fühlst dich uncool, du fühlst dich, fuck, da haben die recht. Mittlerweile ist es natürlich ein ganz anderes. Mittlerweile ist es meistens so, dass die Leute, die eben schon
damals Leute ausgelacht haben wegen solchen Dingen, denen geht es meistens im späteren Leben nicht gut. Ja. Richtig. Weil sie nicht selber gelernt haben, wie es ist, wenn man nicht den ganzen Tag cool ist. Weil, genau. Ja, wenn man dieses Wort cool mal ansieht, ja. Was ist alles cool bei Kids? Trinken ist cool, rauchen ist cool, Drogen nehmen ist cool. Die drei Sachen. Und was ist cool mit 40, mit 35, mit 30? Erfolgreich zu sein. Auto zu fahren. Sportlich zu sein oder fit zu sein. Gesund einfach. Gesund zu sein. Vollkommen. Bro, das sind die Dinge, die einen mit 40 interessieren. Ja, definitiv. Und, aber mit 20 sind ganz andere Dinge cool. Ja, klar. Und wenn du jetzt als 20-Jähriger diese coole Zeit sehr lange auslebst und nichts anderes kennst, wie willst du dann als 40-Jähriger verstehen, dass du auf einmal nicht mehr cool sein kannst? Weißt du, ich meine, natürlich hast du dann gewisse Probleme mit dir selbst und schaffst es nicht mehr, vielleicht sogar die Kurve zu bekommen. Viele. Umso älter ich werde, ich wollte mal auch mal einen Podcast machen zum Erwachsenwerden, umso älter ich werde, merke ich immer und kann immer mehr verstehen, warum so viele Menschen abkacken, in Anführungszeichen. Also zugrunde gehen. Sich selbst zugrunde saufen, sich selbst zugrunde trinken, sich selbst zugrunde Drogeneinfluss genießen. Weißt du, wie ich meine? Ich würde halt zu dem Thema einfach nur sagen, Fehler sind deine Lehrer. Harte Zeiten sind deine Lehrer in Sachen, wie mache ich weiter und die machen dich stärker. Und ganz einfach, wenn du hast deine erste Wohnung. Mhm. Du warst immer ein unordentlicher Typ. Ja. Entweder änderst du das oder du lebst halt im Saustall. Und dann ist es Fremdscham, Leute einzuladen oder du musst mit Kritik rechnen von Leuten. Aber zum Beispiel, auch sowas zum Beispiel. Sagen wir, ich mag es immer unordentlich. Stell dir mal vor, du hast deinen Kopf, du magst es so und du lädst deine Freunde ein und hörst, boah, Digga, räum mal auf. Hm. Weißt du, ich meine, dann hast du die Gastfreundschaft, dass du Leute zu dir Hause einlädst und schon aufbringst, dass sie zu dir nach Hause kommen, obwohl vielleicht nicht auf, du hast die Eier, in Anführungszeichen, du hast die, nicht Eierstöcke, du hast einfach, du hast den Mut zu sagen, ich habe nicht aufgeräumt, aber kommt alle zu mir. Genau. Und einfach dieses. Was ist es denn dann für eine Reaktion von deinen Freunden, wenn die dir sagen, Bro, räum mal auf. Ich meine, dann, ja, Bro, ich finde es in Ordnung so. Stell mal, du magst es so. Das macht dich ja psychisch fertig, in Anführungszeichen. Weißt du? Hackt quasi jemand auf deinem Charakter rum. Ja. Und das, definitiv, lass dich von keinem einschüchtern. Mach dein Ding. Es ist deine Sache, deine Angelegenheit. Klar, ich glaube, wenn du einfach, ich gehe mal davon aus, dass du, wenn du einfach normal drauf bist, dann unordentlich, weißt du, das ist, nur weil da jetzt zum Beispiel was auf dem Boden liegt, ein Beutel oder so, dann bist du nicht unordentlich. Ja. Aber es wäre halt, glaube ich, sinnvoll einfach, wenn du machst das einfach von dir aus, ja, natürlich. Natürlich, klar. Ey, und die Sache ist, sag einem anderen nicht, was er zu tun hat. Wenn er dich trotzdem nach Hause einlädt, dann gibt der dir das was. Das ist das Ding. Das ist, was ich eigentlich damit sagen möchte. Ja. Du hast kein Recht, jemand anderem zu sagen, was er zu tun hat. Genau. Du hast das Recht, ihm vorzuleben, wie du lebst, aber ohne es ihm aufzudrücken. Vorbildlich sein, aber zum Beispiel, ich bin vegetarisch. Mhm. Mir ist es egal, was du isst. Du kannst essen, was du willst. Weißt du, ich meine, es ist deine Sache. Es ist doch deine Entscheidung, was du mit deinem Leben machst. Es ist doch deine Entscheidung, was du rauchst. Es ist deine Entscheidung, was du tust. Wenn du das tust und damit im Reinen bist, ist es komplett in Ordnung. Genau. Wenn du aber merkst, dass es dich stört, dann hast du die Macht. Dann hast du die Macht, es zu ändern. Genau. Und eine Sache möchte ich mal kurz ansprechen. Es gibt momentan einen Hype von Seminaren und von Schulungen, Persönlichkeitsentwicklungen. Und ich war letztes Jahr auch auf so einem Seminar. Das ging 3 Tage lang. Und natürlich hat es Spaß gemacht, es war eine positive Atmosphäre dort. Aber kann ich mir vorstellen, definitiv. Wenn du nicht von Hause aus dein Selbst ändern möchtest und kannst und willst, dann wirst du auch ein Seminar oder ein Coaching oder ein was auch immer dich nicht zum neuen Menschen machen. Der Einzige, der das kann, bist, fang doch mal an zu verstehen, dass du das bist. Weißt du, du musst keine 500 Euro bezahlen, um auf ein Seminar zu gehen. Das Einzige, was du brauchst, ist dein Kopf, um zu verstehen, was du tun kannst, um deine Ziele zu erreichen. Zudem, dein Mindset ist alles. Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Weißt du, was ich meine? Absolut, du hast damit recht. Weißt du, ich möchte mir eine Sache sagen. Ich habe sehr oft Mindset-Schwankungen in meinem Leben durchgemacht. Weißt du, was ich gemerkt habe? Dass sich immer mein Aussehen, mein Auftreten mitgeändert hat. Mit jeder Schwankung von meinem Kopf sah ich anders aus. Also zum Beispiel, wenn ich 3 Wochen lang im depressiven Mindset war, saß ich nicht mehr so da, sondern saß so da und hatte 5 Kilo mehr auf den Rippen. Weißt du, wie ich meine? Und war einfach versteckt, habe mich versteckt vor der Außenwelt. Hm. Und wenn du anfängst, mit dir selbst im Reinen zu sein, positiv in
Dinge anzugehen, dann fängst du ganz anders an, die Welt zu sehen. Weil die Welt ist grau. Die Welt ist teilweise unschön. Vor allem, wie gesagt, fällt es mir seit längerer Zeit auf, seitdem man eben alleine wohnt, gibt es halt viele Dinge, die man als Kind nicht gesehen hat, zum Beispiel. Ich bin, habe ich dir schon mal erzählt, als Kind sehr viel alleine gewesen, abgeschottet von der Außenwelt. Und für mich war es sehr schwer zu sehen, wie schlimm die Welt ist, also wie teilweise schlimm, aggressiv oder böse, wenn man wirklich das Wort böse benutzen darf, in dem Fall, die Welt sein kann. Ja, ich finde es auch erstmal schön, dass du überhaupt so offen einfach darüber redest. Klar. Finde ich absolut gut. Machen leider viele nicht manchmal, weil sie Angst vor einer Gegenreaktion oder sonstigem haben. Oder? Ich kann mir keine Gegenreaktion vorstellen, weil, schau mal, ich kenne Freunde auch und mich schauen auch Freunde mir zu und hören mir zu. Und auch wenn die das cringe finden oder teilweise unnötig finden oder schlecht finden, ich mache das trotzdem aus Leidenschaft. Finde ich super. Wirklich Props dafür. Dankeschön, Bro. Nimm ich gerne an. Schieß los, was hast du zu sagen? Das war es eigentlich nur, was ich dir dazu sagen wollte. Im Groben und Ganzen, sag ich mal. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Weißt du, weil du lernst die Welt nochmal anders wahrzunehmen, wenn dein Leben wirklich losgeht. Weil deine Kindheit ist nicht dein Leben. Nein, weißt du, was ich meine? Das ist das Ding. Ich sag mal so, man könnte eigentlich fast sagen, es gibt Zeitalter, sagen wir 10 Jahre. Machen wir mal ganz grob 10 Jahre. Von 0 bis 10 hast du ein Zeitalter und von 10 bis 20 und von 20 bis 30. Und unser Leben, wenn wir jetzt 8 Jahre alt werden, wir beide, okay? Sagen wir mal, wir haben noch nicht Sportlich. So viel. Sagen wir mal, du und ich haben noch nicht so viel getrunken und geraucht, in Anführungszeichen, dass wir unsere Organe geschädigt haben, dass wir beide 80 Jahre alt werden. Dann haben wir gerade ein Viertel unseres Lebens gelebt. Und das war das Viertel, weißt du was? Das war das Viertel, wo wir von unseren Eltern beschützt waren. Genau. Das war dieses eine Viertel, wo wir Kind waren. Jetzt kommen wir in die anderen Kapitel, wo es um andere Dinge geht. Eventuell selber mal Familie gründen. Eventuell selber Familie bringen, wenn das in Planung steht. Eventuell selber Träume haben und die auch umsetzen. Dann sind wir wieder. Was meinst du, wie glücklich du bist, wenn du es schaffst, einen Traum zu haben von einer Familie, um ein Familienhaus und das umsetzt? Definitiv. Und wie depressiv du wirst, wenn du mit 60, 70, 80 darauf zurückschaust und es nicht gemacht hast. Auch die Sache, ich sag halt auch immer so, die Kindheit quasi, weißt du, sagen wir mal 10 bis 19, 20, ja. Das ist quasi deine Ausbildung. Ich würde auch sagen. Deine Ausbildung zum Leben. Ja, weil du, absolut. Das prägt deinen Charakter, es macht dich, es bereitet dich quasi vor, wie geeignet bist du dafür, dass du dann einsteigen kannst. Ins Berufsleben, ins generelle Selbstständigkeit, alles. Ins Leben einfach. Weil Leben ist nicht nur Beruf. Leben ist alles. Leben ist, wie du morgens aufstehst und wie du morgens schlafen gehst, wie du den Tag dazwischen verbringst. Das ist dein Leben. Dass du träumst. Ja. Weißt du, wen du um dich hast, welche Menschen du um dich hast, welche Spirits oder welche Lichter du um dich hast, zum Beispiel. Leuchten, Leute, leuchten. Leuchten. Ja, also. Auch positiv. Gibt es negatives Leuchten? Ich glaube natürlich nicht. Natürlich. Ja? Stimmt. Der Vergleich, dass wenn du bist. Es gibt so einen Spruch, wenn ich. Gerne. Guck mal, pass auf. Man sagt. Du verbringst Zeit mit 5 Leuten, die glücklich sind, dann wirst du der 6. sein. Du verbringst Zeit mit Leuten, die irgendwann Millionär sind, du wirst der 6. sein. Du verbringst Zeit mit Leuten, die nur trinken und Idioten sind, das tut mir in dem Fall leid, dass man so hart sagen muss, aber dann wirst du der 6. sein. So, weißt du, du bist auch, das, was du anziehst, zieht auch dich an. So, weißt du, was ich meine? Safe. Wenn du dich dazu entscheidest, dazu zu gehören, dann wird es mit dir nicht anders passieren. Weil 5 Leute werden eher wahrscheinlich dich so auch im Privatleben, weißt du, da denkst du nicht die ganze Zeit nur an deine Träume, deine Ziele oder sonstiges. Du musst auch mal abschalten, sage ich auch. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Diese negative Energie. Bist du mit 20 schlechten Leuten gelaunt im Raum? Versuch's. Versuch die alle hochzuziehen. Ja, das geht nicht. Also klar. Ja, klar geht es irgendwie, natürlich gibt es Möglichkeiten, aber es nimmt dir so viel Arbeit ab von dir selbst und wenn du dann keine Leute hast, die du wirklich liebst, weil man kann bei Liebe auch unter Freunden sprechen, muss man nicht nur unter Partnerbeziehungen sprechen, es gibt auch Freunde, die man wirklich lieben kann. Natürlich, definitiv das. Wenn es dann keine sind, die du liebst, dann hat es auch gar keinen Sinn für dich, diesen Input da reinzustecken, weil es sich dann im Endeffekt nur noch mehr kaputt macht, runterzieht, in Anführungszeichen. Vor allem auch, nimm deine Kraft für Dinge, die wichtig sind. Ja. Weil safe. Es gibt so viele Dinge, die du sonst nicht schaffst in deinem Leben, wenn du deine Zeit in Anführungszeichen falsch einsetzt in Dinge, die dich nicht voranbringen, zum Beispiel.
Klar, definitiv. Ich habe mal eine wichtige Frage an dich. Gerne. Und zwar, würdest du sagen, dass der Umgang mit dem ganzen Schicksalsschlägen, den du bis jetzt hattest, einfacher für dich war, weil du im Hinterkopf hattest, dass alle Dinge aus einem Grund passieren? Also ich sag mal so, je jünger du bist, desto weniger verstehst du den Zusammenhang damit. Ja. Aber je älter du wirst, weißt du einfach, dass die Dinge, die dir passieren, es ist wichtig, dass dir das passiert, weil, ich sag ehrlich, du musst nicht alles Schlimme im Leben durchhaben, aber auf eine gewisse Art und Weise wäre es gut, wenn du ab und zu einfach eine Prägung hast und daraus entscheidet sich, welchen Weg gehe ich. Ja, ja, genauso wie du es gemacht hast, dieses Diagramm. Am besten mal so in die Kamera, so links und rechts, ja, ja, weißt du, genau, was ich meine? Ja, dieses, also die, an die Zuhörer, ihr könnt euch einfach mal einen Baum vorstellen, würde ich mal vorschlagen. Ja. Und der Baum wächst nach oben. Und es gibt immer weiter Abspreizungen. Und das sind dann die Schicksalsschläge. Und du kannst dich in dem Moment entscheiden, ob du rechts oder links gehst. Genau. Und wenn du rechts gehst, geht es in eine Richtung und links in die andere Richtung. Du kannst auch nochmal weg, du kannst auch, wenn du links bist, nochmal komplett nach rechts gehen. Natürlich, das kannst du nicht immer machen, natürlich. Aber du kannst, du kannst es immer schaffen, von dem einen negativ ins andere positiv, in Anführungszeichen, zu kommen. Genau, weil die Opportunities, sag ich mal, also die Möglichkeiten, die werden sich immer wieder in deinem Leben bieten. Absolut. Und dann musst du entscheiden. Ja. Du musst entscheiden, was du daraus machst. Der beste Weg, an Möglichkeiten ranzugehen, ist, wenn du immer bereit für Möglichkeiten bist. Weil stell dir mal vor, ich sag mal ein Beispiel, okay? Du bist ein Typ, der schläft am Sonntag gerne aus. Hm. Das machen sehr viele. Bis Sonntag gerne bis 12 Uhr. Aber stell dir mal vor, um 8 Uhr rufe ich dich an, weil ich gerade eine, zum Beispiel, ich habe eine berühmte Persönlichkeit kennengelernt, mhm, und wir sind gerade in einer Gegend und wollen zusammen einen Kaffee trinken gehen. Du schläfst aber. Warum schläfst du? Weil du Sonntag gerne ausschläfst. Was verpasst du in dem Moment? Die Möglichkeit, eventuell davon profitieren. Ja, zum Beispiel. So, und wenn du zum Beispiel für dich dieses Ausschlafen nicht möchtest, weil du weißt, es gibt im Leben Möglichkeiten, die währenddessen passieren, zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel, wenn du morgens um 6 Uhr zum Wecker gehst, lernst du zum Beispiel ein Mädchen kennen. Und das Mädchen ist deine Traumfrau, eventuell heiratest du das Mädchen. Und warum wäre das nicht passiert, wenn du ausgeschlafen hättest und dich nicht um dich gekümmert, nicht duschen wärst davor oder dich nicht angezogen hättest oder wie du achtest ja auf dein Äußeres zum Beispiel. Danke. Du eigentlich auch. Ja. Nicht eigentlich, du Bro, tust es. Ja, also nur. Okay. Weg vom Materialismus auf jeden Fall. Materialismus ist gar nicht wichtig, Bro. Es wirklich geht nicht dahinter den Materialismus. Es geht einfach nur darum, hey, tu, was du für richtig hältst. Meine Meinung ist einfach, du bist ein gepflegter Typ, so, weißt du, was ich meine? Ja, ey, also Pflege an sich ist ja nicht schwer. So, ja, du musst, aber auch stylisch. Meine Meinung. Ja, danke schön. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich irgendeinen festgefahrenen Style habe, aber man macht sich so über die Zeit einfach so Gedanken, was man so anziehen kann, was man anziehen möchte, und dann fängt man an, eben da ein bisschen sich auszuleben, in Anführungszeichen, und dann kommt es halt. Jetzt mal zurück auf die Frage. Mhm. Hat es dir geholfen, dass du im Hinterkopf den Gedanken hattest, dass alle Dinge aus einem Grund passieren? Definitiv. Und, red weiter, sorry. Im Prinzip wollte ich nur sagen, wie das ist einfach der Lehrer, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Es passiert. Ich habe einen kleinen Schicksalsschlag noch. Also ich habe Corona erlitten. Ja. Also ich habe davor... Das heißt, du kannst mich nicht anstecken? Ich kann niemanden mehr anstecken, weil ich diese... Nein, nein. Und ich kann dich... Also es ist alles quasi Corona-freundlich hier. Genau. Wir müssen gar nicht Gedanken machen. Man muss sich keine Sorgen machen, weil erstens entwickelst du Antikörper. Das ist wie eine Impfung, bloß auf natürliche Basis. Natürliche Ebene. Genau, die Sache ist... wie Sam vorhin erwähnt habe, habe ich mit gewissen Dingen, Substanzen aufgehört... Keine Drogen, sondern schon Drogen. Alkohol, klar, Zigaretten. So, beides Drogen. Ich habe 5 Jahre geraucht, 5 Jahre getrunken und habe jetzt aufgehört damit. Willst du mal sagen, wie oft im Monat oder die Woche? Ja, ich habe jeden Tag geraucht. Wie viel, wenn man fragen darf? Damals so eine 10-Euro-Schachtel am Tag. Oh, Digga, wie groß ist das? 36? 36, Stück? 38. Boah. Ja, das und ist am Wochenende ordentlich. Jeden Abend locker 2 davon. Klar, auch das mal geteilt, aber das ist das, was der Alkohol mit dir macht. Dieses, du rauchst viel mehr. Verstehe. Du steckst dir eine, weil dein Gedanke geht ja, der ist weg. Wenn du trinkst, raus, du raus. Ne? Ja, safe. Und fünf und getrunken jedes Wochenende. Jedes Wochenende, freitags, Samstag. Gab es einen Grund, warum du es getan hast? Wolltest du vor irgendwas fliehen? Wolltest du vor der Verantwortung, wolltest du vor der Verantwortung ins Leben zu starten, wie du es jetzt gemacht hast, vielleicht auch fliehen, weil es anstrengend ist? Ja. Es ist anstrengend, definitiv. Es ist für dich. Du, warum? Du hast für dich schon gedacht, so, Montag. Ja. Heißt 5 Tage bis Freitag.
Was heißt Freitag? Feierabend. Saufen. Party. Du bist gehypt, du siehst deine Freunde, du gehst trinken, richtig, du machst Spaß. Habe ich auch gehabt. Sehr. Für uns halt in dem Sinne würde ich halt sagen, so, guck mal, das Thema Frauen, tanzen, Spaß haben, so, weißt du, das sind alles kleine Punkte, die, wo du dir gedacht hast, das kann ich nur am Wochenende. Unter der Woche mache ich einen Job vielleicht, auf den ich überhaupt keinen Bock habe. Ja. Kommt irgendwas nach, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Safe. Genau. Das geht so vielen so. Genau. Und dann der Frust hast du, am Wochenende. Ja, definitiv. Und dann hast du einfach sinnlos gesoffen meistens. Warum? Weil du? Du kannst es nicht anders. Wo willst du wissen, wie du mit Problemen umgehst, wenn du es nicht anders kennst? Genau. Wenn alle sagen, yo, lass saufen gehen am Samstag und du denkst, natürlich machst du mit. Natürlich, weil du bist der Sechste. Du bist der Sechste von deinen Freunden. Und wenn du als Kind schon in einem Freundeskreis aufwächst, sag ich mal, mit großen Erwartungen und großen Träumen, natürlich hast du dann mehr Chancen und darauf, weil du halt einfach den Freundeskreis dazu hast. Es sind vieles einfach Gegebenheiten, die da sind, aber die du immer ändern kannst. Du kannst immer entscheiden, was du als nächstes tust. Genau. Was du getan hast, ist passiert. Weißt du, es ist so, wie du hast was getan, was dir sehr missfällt, womit es dir schwer fällt umzugehen, aber du hast es getan. Das Einzige, was du kannst, ist, das zu akzeptieren. Dass das ein Teil von dir war, den du jetzt nicht mehr an dir trägst, aber es war ein Teil von dir, den du jetzt abgelegt hast, zum Beispiel. Aber es ist halt natürlich auch immer gut, beide Seiten zu kennen, weißt du? Es ist ja, absolut. Immer definitiv, wenn du weißt, wie es auf der anderen Seite aussieht, kannst du empathischer oder energiereicher auf die andere Seite gehen, zum Beispiel sagen, ey, wenn du unten anfängst, kannst du sagen, ich weiß, wie es ist, wenn es nicht schön ist. Ja. Und dann weißt du, warum du nach oben kommen willst. Ja, absolut. Warum du das alles machst. Ich meine, guck mal, sagen wir, du bist eine Person, denen geht es immer gut. Ja. Du hast immer Essen im Kühlschrank, musst dir nicht Sorgen machen. Warum solltest du um 6 Uhr aufstehen? Genau. Warum? Gibt keinen Grund. Und wenn du ganz unten warst, so rock of bottom, sagt man? Rock bottom. Rock bottom, okay. Du bist rock bottom, ganz unten. So, wenn du das erreicht hast, den Punkt, wo du in den Spiegel schaust und merkst, ich weine fast. Ich habe schon Tage gehabt, wo ich in den Spiegel geschaut hatte und Angst hatte. Ich war im Spiegel geguckt und direkt weggeguckt, weil ich wirklich Angst hatte, mich im Spiegel anzugucken. Weil ich mir selbst die Augen nicht gucken konnte. Weil es mich so krass, Bro. Ich weiß nicht, ob du das durch hast, aber ich habe mich so von mir geschämt, vor meinen Taten, Anführungszeichen. Meinem Sein. Also, da würde ich gerne mal wissen, warum. Also jetzt natürlich nicht detailliert, wenn du das jetzt nicht sagen willst, aber das würde mich schon interessieren, so weißt du? Also im Prinzip fing es an, als ich mit Saufen angefangen habe und Trinken und Rauch, also Saufen und Rauchen. Die grundlegenden Sachen. Die Sachen, die man hat. Ich habe mit 16 angefangen, in den Club zu gehen. Mit 16? Ende 16, Anfang 17 habe ich angefangen und habe direkt durchgezogen. So 3-4 Monate, so jede Woche, auch zweimal, teilweise dreimal die Woche, aber halt wirklich ordentlich, sag ich mal. Und nach einer gewissen Zeit, wenn du in diesem Nachtleben drin bist, erstens natürlich sind es alles in Anführungszeichen Menschen, die wirklich nur aufs Äußere achten und Menschen, die du halt, wie wir gerade reden zum Beispiel, könntest du niemals mit einem im Club reden. Da geht es um ganz andere Themen, die in dem Moment wichtiger sind. Weißt du, ich meine, um cool sein. Da ist dann jemand anderes. Da geht es um cool sein. Und das ist wieder das Thema. Da geht es darum, cool zu sein. Und daran ist nichts falsch, nochmal zu sagen. Jeder sollte die Möglichkeit haben und die Chance haben, ohne schlechtes Gewissen feiern zu gehen. Das ist auch nichts Schlechtes. Definitiv. Wenn du für dich sagst, heute gehe ich feiern und mach's auch gerne, mach's. Aber lass dich nicht mitziehen, wenn du darauf keinen Bock hast. Genau, definitiv nicht. Also, vollkommen. Also, erstmal Respekt, dass du trotzdem diese Phase überwunden hast. Ja, es war hart, wirklich. Also, das glaube ich, weil ich hatte halt manchmal diese Momente, dass ich angefangen habe zu weinen. Ich weine nie, aber ich weine, wenn ich weiß, dass ich unzufrieden mit mir selber bin. Krass, ganz kurz, krass. Ganz kurz Applaus dafür, weil vor allem in der heutigen Zeit ist einfach, es gibt ein gewisses Männerbild in der Gesellschaft. Definitiv. Und das ist halt sehr stark männlich geprägt, in Anführungszeichen. Und natürlich sagt man, Männer weinen nicht. Männer können durchführen, gefühlt, Männer sind immer stark, Männer sind immer am Start, Männer sind immer on point, weißt du? Und dass du zugibst, dass du weinst, ich glaube, jeder kann damit sich verbinden, weil ich glaube, jeder hat diese Tage gehabt, wo er einfach in sein Kopfkissen oder in geweint hat. Wo es zu viel war. Wo es zu viel war. Das ist der Punkt. Genau. Es war einfach zu viel. Du hast gedacht, du schaffst es nicht mehr. Genau, du wolltest auch nicht mehr. Das ist das Ding. Du liegst unten und denkst dir, wofür noch weitermachen. So, dann bist du ganz unten in deinem Bett oder wo auch immer, weinst. So, und wenn du da dann einmal raus bist
und weißt, wie es sich anfühlt, da oben zu sein, dann weißt du, ich will nie wieder in meinem Leben an diesem Punkt sein. Ich verspreche aber auch jedem, man wird noch tiefer fallen. Man Klar. wird immer wieder tiefer fallen. Es geht immer noch tiefer. Und das sind die Kapitel in deinem Leben, wo du wieder hochklammern musst. Und ich sage dir... Es geht so, weißt du, was ich meine? Ja, so Menschen, wie ich dich kennenlerne. Mhm. Ich kenne nicht viele von deiner Sorte. Vielleicht, du bist der Zweite. Weißt du? Mhm. Ich kann nur sagen, ich habe gerne mit dir zu tun. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dich kennengelernt zu haben. Ebenso. Jetzt Kapitel meines Lebens geworden bist, so gesehen. Gerne. Als Freund, als Bruder, als whatever. Mhm. Weil du hast eine starke Persönlichkeit, weil du weißt, wie der Bottom aussieht und hast dir deine Leiter nach oben gebaut. Und es gibt immer noch schlimmere Schicksale. Genau. Ich möchte niemanden diskreditieren hier, der noch ein schlimmeres Schicksal hat. Weil ich dachte von mir auch teilweise, ich hatte 3 Operationen in den letzten 2 Jahren. Hm. Mande-OP, die hat mich sehr lange festgehalten. Und ich hatte nämlich ein Jahr dicke Mandeln, ein ganzes Jahr. Und die ging nicht weg. Ich habe auch geraucht währenddessen und die wurden immer schlimmer, immer dicker und da hat sich Eiter gebildet in den Mandeln. So, und dann wurden die rausgeschnitten. Der Arzt hat gesagt, er hat noch nie so große Mandeln gesehen. Er musste da richtig so scharf, weißt du? Und ich war so, oh, ich habe mich richtig eklig gefühlt einfach. So, danach kam die Kieferoperation und dazu kam die Akne, die schwere Akne. Hast du nicht währenddessen sogar deine Ausbildung gemacht? Ja, alles gleichzeitig. Und die Ausbildung sogar glücklicherweise, dass ich mir das Schulwissen gut aneignen konnte, glücklicherweise gut geschafft sogar. Und Respekt. Wenn man das mal so ansieht, bin ich auch jetzt echt zufrieden. Und Respekt, oh, ich hätte das ohne viele Leute in meinem Leben auch nicht geschafft. Also ohne meine Mutter zum Beispiel hätte ich die Ausbildung durchgezogen. Weil ich schon an diesem Punkt war, wo ich es nicht mehr wollte. Mhm. Das war für mich in meinem Kopf schon, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt geht ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr einen Tag rausgehen und ein Lächeln aufsetzen. Ich kann es nicht mehr. Und wenn du an diesem Punkt bist und dann da rauskommst und dann einen Weg findest, wie du wieder glücklich wirst, dann habe ich meinen größten Respekt vor dir. Weil der einfache Weg ist immer der Weg, der dich leider noch tiefer reinreitet. Ja. Der einfache Weg ist, morgens zum Arzt zu gehen und sich krank schreiben zu lassen. Genau. Der schwere Weg ist, die Eier zusammenzureißen, Anführungszeichen wieder, wie Mann, Frau, ist scheißegal, wir haben hier keine Geschlechterrollenverteilung, dein Mut zusammenzunehmen und zum Beispiel offen zu reden. Mhm. Wenn es dir schlecht geht, gehst du zu deinem Vorgesetzten und sagst, mir geht's schlecht. Ich fühle mich extrem beschissen. Ich kann nicht mehr. Ich muss irgendwas ändern. Jeder Mensch, sagen 90%, ich will nicht sagen jeder, aber jeder Mensch, der eine Person geht, die leidet, hat kein Interesse, noch mehr Leiden zu verursachen. Wenn du zu einer Person gehst und sagst, mir geht's extrem scheiße, kannst du mir bitte helfen? Dann wirst du nicht von Anfang an Nein sagen. Nie ein Nein. Du wirst sagen, was ist denn los? Mhm. So, das wirst du hören. Aber kein Nein, lass mich in Ruhe. Das, weißt du, ich meine, das bekommst du einfach nicht. Weil keiner will eine Person leiden sehen. Niemand. Egal, wie kaltherzig du schon bist mit deinem Leben und abgestumpft vom Leben. Egal wie. Du willst trotzdem keinen Menschen leiden nehmen. Egal, was für eine Person es in deinem Leben ist, sozusagen. Und das ist die Einstellung. Also wenn du schaffst, den Mut aufzubringen und darüber zu reden. Da hast du schon mal mehr geschafft als andere. Mehr geschafft als die meisten. Muss man so sagen einfach, weil viele kennen das Problem einfach, dass du dich immer mehr, du frisst nicht rein. Du frisst nicht rein, ja, absolut. Du hast keine Lust mehr. Man merkt nach außen, da ist was, da ist einfach was. Ja. Aber du frisst nicht rein, weißt du? Aber safe. Du musst vielleicht nicht mit jeder Person über deine Probleme reden, aber es wäre gut, trotzdem jemanden um dich rum zu haben, der dich irgendwo motiviert und nachts liegst du dann in deinem Bett vielleicht. Also, wir haben letztens auch darüber gesprochen, gerade eine Person auch wie du, ich muss dich in vielen Dingen einfach loben, man liegt dann, du kannst es nur selber lösen. Ja. Kein anderer kann dir sagen, dass du morgen wieder glücklich bist. Nein. Wenn du es nicht selber schaffst. Absolut. Deswegen, wenn du Probleme hast, setz dich damit instinktiv auseinander. Hock nicht vor Instagram den ganzen Tag, sondern lieg in deinem Bett, denk drüber nach, was dich unglücklich macht und such eine Lösung. Und dafür. Du hast es vor ein paar Minuten locker auf 20 Minuten gesagt, das, was du ausstrahlst, das bekommst du auch zurück von der Außenwelt. Und ich habe das immer gemerkt. Wenn ich depressiv war, was kam? Noch mehr Scheiße. Mhm. Immer noch mehr Scheiße. Weil ich nach außen das Bild getragen habe von alles ist Scheiße und es kam natürlich noch mehr Scheiße. Ab dem Moment, wo ich einen kleinen Funken Licht in mein Herz reingelassen habe, wurde der immer größer. Immer größer. Und
Freut mich sehr für dich. Wenn du einmal so einen Anlauf hast von diesem, dein Licht leuchtet so stark irgendwann, dass du gar nicht mehr so tief sinken kannst. Also natürlich kannst du irgendwann nochmal so tief sinken, das ist nie auszuschließen. Nie auszuschließen, aber du hast so viel Anlauf und fühlst dich einfach so stark in dem Moment, dass du selber schaffen kannst. Und wenn du das kannst, fang mit kleinen Sachen an. Ja. Fang damit an zu sagen, okay, ich stell meinen Wecker morgens auf 6 Uhr und steh einfach auf. Ob du dann, sag einfach, du stehst auf, gehst duschen, putz Zähne. Wenn du dann wieder schlafen gehst, ist es okay. Wenn du dann wieder vom PC, vom Fernseher hockst, ist es okay erstmal. Aber fang damit erstmal an zu sagen, morgens 6 Uhr stehe ich auf, geh duschen, putz Zähne, fertig. Den Rest, lass erstmal, und dann kannst du immer anfangen mehr zu steigern. Du kannst anfangen zu sagen, danach gehe ich noch joggen, danach mache ich das. Aber fang ganz klein an, weil es wird dich enttäuschen, wenn du ganz hohe Ziele hast und dann, du kannst nicht von heute auf morgen, wie sagt man, Rom wurde nicht in einer Nacht gebaut oder genau. An einem Tag gebaut und genauso kannst du dein Leben nicht an einem Tag komplett umkrempeln. Definitiv nicht. Es dauert Wochen, Monate, Jahre. Aber schön gesagt, definitiv, das war ein sehr gutes Beispiel einfach, weißt du? Das war einfach eine schöne Metapher, auch gerade dieses Rom, weißt du, du kannst dir einfach darunter direkt vorstellen, dass alles Schöne und Gute, was heutzutage passiert, wird nicht an einem Tag geschafft. Nichts ist an einem Tag. Gar nichts. Wir nehmen heutzutage alles für selbstverständlich irgendwie. Wir sind so, also nicht wir, du und ich, ich rede jetzt von der ganzen Gesellschaft, nehmen alles für selbstverständlich irgendwann. Es ist selbstverständlich, dass alles läuft, dass der ganze, alles funktioniert. Aber es ist es nicht. Es gibt Menschen dahinter, die dafür arbeiten, dass es uns gut geht. Zurzeit ist es natürlich schwierig. Zurzeit ist es natürlich schwierig, aber wir hoffen natürlich auf bessere Zeiten. Werden kommen, safe. Mach das Beste einfach draus. Immer. Ich hock hier, nur um es mal zu sagen, okay, an jeden, der Ausreden hat für sich selbst. Dann kann nur nichts machen. Du bist, sagen wir, du bist 18, hockst bei dir im Kinderzimmer zu Hause und sagst so, boah, ich kann nichts machen, ich kann nicht mal Sport machen, alle Fitnessstudio dazu. Boah, wenn du willst, kannst du immer einen Weg finden. Oder Leute, die sagen, ja, ich kann mich ja nicht weiterentwickeln. Ich habe ja kein Buch zu Hause. Es gibt so viel online zu lesen, was du machen kannst. Du kannst Amazon so viel anhören. So viel zum Nachlesen, was du willst. Du kannst alles, wirklich literally alles, wenn du wirklich willst, nachrecherchieren, nacharbeiten. Ob, es ist einfach nur, wie sehr willst du es. Genau. Wenn du etwas nicht, ich hab mein Abitur angefangen, abgebrochen, weil ich es nicht wollte. Ich war nicht da, weil ich wollte es einfach nicht genug und habe nicht den Aufwand betrieben, dass ich hingehe. Ganz einfache Sache. Du hast mir letztens davon zum Beispiel erzählt, du hattest ja Podcast auch so über Hautprobleme und so. Auf Instagram sowieso sehr oft, aber privat wurde ich angesprochen, auch schon hier in Berlin. Und das ist für mich natürlich super. Das ist traumhaft zu sehen, dass es jemandem geholfen hat. Weil du einfach dann ein gewisser Ankerpunkt für die Person bist. Weißt du, was ich meine? Du bist ein gewisser... Fuck, ich bin nicht alleine. Es gibt noch einen, der ist auch so alt wie ich. Der ist auch in demselben Problem, im selben Boot. Genau. Weißt du, was ich meine? Und das, wenn du das Gefühl hast, allein mit deinem Problem zu sein, dann ist es wirklich hart, damit klarzukommen. Ja. Das Gefühl hast, der Einzige zu sein, dem es so beschissen geht, in Anführungszeichen. Ja. Also, was du halt von... definitiv cool gesagt, das ist auch dieses, es gibt Leuten, denen geht es schlimmer, so, weißt du? Ja, auf jeden Fall, 100%. Ich finde halt so, prinzipiell, du solltest dich halt so als Person mit niemandem vergleichen direkt, weil da machst du, das zeigt von innerlichem Kummer so, was hat der zum Beispiel, ja, genau. Was ich nicht habe. Richtig. Sei die beste Version von dir selber einfach. Das Einzige, was du kannst, ist das mit den Gegebenheiten, die du hier bist. Du bist 1,80 groß, du kannst nicht 1,90 groß sein. Du bist, du kannst aber das Beste daraus machen. Genau. Du kannst dich pflegen, du kannst dir Bartöl kaufen, du kannst dir was Bartwachstum angeht, noch nachlesen, was helfen kann. Keine Ahnung, vielleicht hilft Magnesium zu nehmen beim Bartwachstum oder vielleicht hilft Eisen zu nehmen beim Bartwachstum. Keine Ahnung, solche ganzen Dinge. Du kannst so viel machen, dass du dich persönlich, deine Gegebenheiten besser laufen. Ja, definitiv. Du kannst halt alleine nur deine Situation ändern. Und ich möchte auch Leuten nahelegen, also in letzter Zeit, vielleicht kennst du es auch so aus deinem Umkreis, dass du gerade einfach merkst, dass viele Leute einfach die ganze Zeit von sich behaupten, ja, weißt du, während Corona kann ich ja sowieso nichts machen. Ja, genau. Diesen Satz höre ich so oft. Du hast Aggression davon. Ich höre deine Stimme, dein Gesicht gerade, du hörst so, kennst du jetzt auch Leute, die so... Den Satz! Das war schon heftig, aber erzähl weiter, sorry. Ja, du hörst es einfach so oft, dass du es gar nicht mehr hören kannst. Nein! Und willst, weißt du? Ja, natürlich nicht, weil was hat denn ein. Warum lässt du dir davon, dass die Geschäfte zu haben, dass du. Weißt du,
ganz kurz, die Welt ist riesig. Natürlich. Die Welt ist riesig. Und dir ist nicht alles verboten. Es sind nur es sind Einschränkungen. Einschränkungen. Und du kannst trotzdem noch ein sehr, sehr, sehr gutes, schönes Leben führen, definitiv, trotz Corona-Einschränkungen. Ja. Also auch gerade so, entweder du fühlst dich lonely, Tinder eine Runde und hofft, dass irgendjemand vorbeikommt. Du bist nicht in der Lage, gerade ins Fitnessstudio zu gehen. Machst wie er in dem Sinne. Du brauchst theoretisch nicht mal ein Gewicht. Bro, du kannst ja alles selber. Also ich habe ganz kurz, ich wurde schon ausgelacht. Ich habe von, als ich 10 Jahre alt war, bei Karstadt Sport mir 2-4 Kilo Kanten geholt. Ja. Damit als 10-Jähriger schon so Gewichte gemacht, weil ich halt einfach mich schlecht gefühlt habe. So. Und diese Gewichte habe ich immer noch. Und die habe ich jetzt hier in die Wohnung rüber geholt. Und ich benutze 2 Wasserkästen. Wasserkästen, ich meine, die kosten nichts. Du bezahlst die, du kaufst die, trinkst das Wasser aus, füllst sie mit Leitungswasser wieder auf und wenn du die zurückbringen willst, kriegst du das Geld zurück. Ja. Weißt du, du brauchst nicht mal du brauchst nicht mal Geld, um irgendwas zu machen. Du kannst auch draußen joggen und draußen Liegestütze und alles. Es gibt Parks, wo du Übungen machen kannst. Wenn wir jetzt nur aufs Thema Sport sind. Aber ich meine, das ist ein großes Thema. Sportgesundheit ist ein riesiges Thema, natürlich, klar. Sehr, sehr relevant. Ich kann dir sagen, wenn du dich nicht sportlich betätigst, ich habe selbst ein Experiment gemacht, ich habe mich 2020 so wenig bewegt wie noch nie in meinem ganzen Leben, glaube ich. Und es hat sich sehr scheiße angefühlt, sehr, sehr schlecht. Weil du wirst fauler, du wirst unmotivierter, du wirst ein Mensch, der nicht mehr so gut zuhören kann wie vorher, du wirst unaufmerksamer, so viele negative Aspekte, weil du allein schon, dass du einmal am Tag joggen gehst zum Beispiel, du pumpst Blut, Sauerstoff in deinen Körper, durch deinen Körper und dadurch arbeitet er besser. Du hast dann von positiv weg den ganzen Tag über. Guck mal, wie ich mit dir rede. Wir haben 23 Uhr gerade und trotzdem habe ich kein Problem damit, dir mit offenen Augen in die Augen zu schauen und richtig mit dir eine ordentliche Konversation zu führen. Und das können viele nicht, weil die einfach kaputt sind. Ja. Und sie verstehen nicht, dass eine Sache wie Joggen einen nicht noch mehr kaputt macht, sondern im Gegenteil einen hilft, mit den eh schon Problemen besser umzugehen. Auch mental. Definitiv, sowieso mental. Also ich glaube, bei dem Thema kann man dir nicht viel vormachen, so, weißt du, was ich meine? Ach Bro, wie gesagt, wenn von sich selber kann man gar nicht so gut denken, weil man natürlich immer noch an sich selber, egal wie gut du bist, du hast immer was an dir, was du besser machen möchtest. Den Punkt verstehe ich, aber ich meine jetzt zum Beispiel, klar, ich mache Sport, sieht man vielleicht in gewissen Hinsichten auch, aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dir bin ich gar nichts. Weißt du? Die Sache würde ich nicht sagen, du. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich meine, so von dir könnte ich mehr lernen als du von mir. So, genau. Weißt du, das meine ich damit. Ja, safe. So, genau, das ist klar. Deswegen, wenn es um Sport oder so geht, würde ich den Rat eher bei dir suchen, als bei jemandem, der vielleicht noch nicht mal angefangen hat. Ja, ja, klar. Weißt du, was ich meine? Sowieso. Genau. Und sowas meine ich halt. Und einfach grundlegend dieses Thema, bitte. Ich meine, jeder Mensch hat irgendwo Träume, Hoffnungen, Wünsche, Ziele. Und die sind ja nicht weg, nur weil Corona ist zum Beispiel, weißt du? Ja, sondern ja, die Menschen haben das Gefühl, dass sie gerade die Zeit einfach anhält. So. Genau. Du kannst gerade machen, was du willst. Du bist gerade so, wir haben Corona, ich darf jetzt machen, was ich will. Aber was hier das böse Aufwachen kommt, dann wenn Corona vorbei ist, die Fitnessstudios wieder aufmachen, du deinen Bauch siehst und 40 Kilo oder 20 Kilo oder 10 Kilo mehr drauf hast, dann ist es nicht mehr so einfach wie vorher. Dann ist der Gang zum Fitnessstudio eigentlich schon schwerer, als er vorher für dich war. Genau. Und vielleicht gehst du gar nicht mehr hin, weil du keinen Bock mehr hast. Weil du dich zu in Corona zu sesshaft dich gemacht, zu in der Komfortzone verhangen bist. Weißt du, wie ich meine? Schönes Komfortzone Wort. Ist eine harte Sache. Weil es ist sehr schwer herauszufinden, wann du in der Komfortzone bist und wann du dich weiterentwickelst. Weil in der Komfortzone entwickelst du dich nicht weiter. Ja, du fühlst dich halt wohl darin. Es sind deine Gewohnheiten. Es ist quasi einfach das alles. Du bist jemand, der zockt vielleicht gerne viel. Warum was? Ja. Ach, also du meinst gerade, ja, klar. Ja, also, ich glaube, die Phase haben wir alle mal durch. Ja, also, zockt mal jeder durch. Ja, aber ich meine, so, guck mal, du zockst gerne, du willst dich halt nicht viel bewegen oder sonstiges. Du machst einfach das, worauf du Bock hast. Das ist deine Komfortzone, so, weißt du? Ja. Aber wie du schon sagst, es ist sehr schwierig, da rauszukommen, den Überblick zu finden. Ey, nein, ich will nicht mehr. Ich will jetzt über mich hinauswachsen. Ja. Bro. Ich finde, jetzt ist die beste Zeit dazu. Jetzt ist die beste Zeit. Und in diesem Satz, dass du jetzt anfangen sollst, würde ich gerne die Folge beenden, Bro.
Es hat mir wirklich sehr, mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Definitiv. Und ich danke dir vielmals. Ey, lass mal ein Fitnessvideo zusammen machen. Ich habe richtig Bock, mit dir Sport zu machen und würde in dem Bereich was zu starten. Ich habe auch das Gefühl, wirklich, also von Natur aus würde ich sagen, du hast eine gute Genetik dafür. Du hast eine gute Genetik, um Muskeln aufzubauen und breit zu werden. Sowieso. Wenn du dich, guck mal, ich habe schon als Kind mich gefragt, meine Mutter, warum muss ich so viel mehr machen als andere? Ja. Und sie hat mir keine Antwort geben können. Ja, ist einfach, weißt du, ich meine, weil du besonders bist oder so. Weil irgendwas sagen dann die Eltern dazu, weißt du, oder die Mütter sagen dann so. Ja, weil ist einfach so. Ja. Und ich kann sagen, ich arbeite so viel und habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht normal aussehe, weißt du, ich meine. Und du bist jetzt schon an einem guten Punkt, wenn man da richtig loslegen kann, weißt du, es gibt viele Dinge, die man dann machen kann. Aber darüber reden wir im Fitnessvideo separat, Bro. Schlag mal ein. Corona-Anschlag. Bro, ich verlinke dir Instagram unten in der Beschreibung. Vielen Könnt ihr alle abchecken. Falls ihr Fragen an Pascal privat habt, gerne in die Kommentare, falls du offen bist auf Fragen. Meine definitiv. Schreibt eine DM oder sonstiges. Ich bin da sehr offen. Übrigens, darf man kurz sagen, so haben wir uns auch so richtig kennengelernt. Er hat einfach mal so eine DM. Ey, komm mal vorbei. Ich glaube, man kann gut connecten. Ey, weißt du, wenn du was willst oder wenn du was denkst, was passt, frag einfach. Frag einfach, du wirst nie enttäuscht, egal was passiert. Du weißt einfach mehr im Nachhinein, wenn du es herausgefunden hast. Ja. Bro, Samuel Lift ist out of lifting und Pascal ist... Out of lifting too. Out of lifting too, guys. bis zur nächsten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, da komplett irgendwas Schönes. Samuel Lift ist draußen. Peace! Hat er verdient. Dicker, richtig geile Folge.